Ich habe gehört, der hat sehr viel Geld gekriegt. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist an der Zeit, ich kann jetzt endlich Musik machen. Boah, jetzt hau ich einen raus. Manchmal, 1:1 stimmt da, das ist wirklich gruselig, Alter. Was geht ab? Hier ist Chivo bei Was würde Chivo tun? Von Stoked. Let's go! Von deinem ersten Vorschuss kaufst du dir ein Haus und merkst plötzlich, dass es irgendwo klopft. Was würde Chivo tun? Ich würde die Tür aufmachen, fragen, wer ist da und dann mal gucken. Willst du lieber ein Haus am Meer oder in den Bergen? Ich würde lieber ein Haus am Meer haben, tatsächlich. Das Meer ist wunderschön. Die Berge sind ein bisschen zu langweilig, glaube ich. Ist auch schön, ist eine geile Luft, aber am Meer ist so Traum. Entscheide dich. Nur negative Gedanken lesen können oder unsichtbar sein, wenn du stehen bleibst. Was würde Chivo tun? Ich würde auf jeden Fall unsichtbar sein wollen. Negative Gedanken lesen können ist... Ich glaube, das macht einen traurig. Was würdest du machen, wenn du unsichtbar wärst? Gucken, was so Negatives über mich gesprochen wird. Nein, Spaß. Ich würde, glaube ich, wenn ich unsichtbar wäre, gucken, dass ich das nutze, um an ganz viel Geld ranzukommen. Olaf Scholz verrät dir, dass in 3 Tagen die Zombie-Apokalypse in Deutschland ausbrechen wird. Was würde Chivo tun? Boah, ich glaube, ich würde richtig Party machen. Ich kann es ja eh nicht aufhalten. Und wenn ich manchmal so durch manche Innenstädte laufe, dann habe ich schon das Gefühl, da ist schon eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Aber ich würde, glaube ich, richtig Party machen. Würdest du flüchten oder kämpfen? Ich würde, glaube ich, flüchten. Wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich flüchten. Ich habe keinen Bock auf Kämpfen. Sido will, dass du nach Augen auf seinen Arschfick-Song samplest. Was würde Chivo tun? Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen, sorry. Weißt du noch, welcher der erste Sido-Song war, den du gefeiert hast? Ich habe früher als Kind, haben wir sehr, sehr viel Sido gehört. In der Schule so, das war so das Ding. Und wir hatten halt auf unseren Handys uns per Bluetooth immer die Songs geschickt. Und der erste Sido-Song, den ich gehört habe, ich weiß nicht mehr genau, aber es muss irgendwas gewesen sein. Ich glaube, Mein Testament, glaube ich, war krass. Schlechtes Vorbild, so diese ganz alten Dinger. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt was Schlechtes? Entscheide dich. Nie wieder Taxi-Teller oder nie wieder Döner essen? Was würde Chivo tun? Ich würde nie wieder Taxi-Teller. Ich esse keinen Taxi-Teller. Döner ist das Beste. Was ist eine Ruhrpott-Spezialität, die man kennen sollte? Döner. Bei uns gibt es an jeder Ecke Döner, glaube ich. Ruhrpott-Spezialität, was gibt's da? Fastfood-Döner. Ihr in Berlin seid schon ein bisschen, hier in Berlin ist schon ein bisschen besser, glaube ich, was Essen angeht. Entscheide dich. Lieber jeden Tag ausschlafen können oder nachts nie aufs Klo müssen? Was würde Chivo tun? Ich muss tatsächlich nachts eigentlich nie aufs Klo. Das ist ganz gut. Und ich kann auch eigentlich in der Regel ausschlafen, wann ich will. Aber ich bin gar nicht der Typ fürs Ausschlafen. Ich glaube, ich brauche so meinen Rhythmus und muss früh aufstehen. 8 Uhr und dann bin ich da. Schläfst du mit Podcast ein? Ich höre viel zu wenig Podcasts leider. Boah, jetzt hau ich einen raus. Manchmal höre ich mir, es gibt auf YouTube einen so einen Typen, der macht so, verarscht so Callcenter. Der ruft so Callcenter an und das geht dann so 4 Stunden, das Video, und das läuft dann. Und wenn ich dann morgens wieder wach werde, dann läuft das immer noch. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber das höre ich manchmal zum Einschlafen, aber sonst eigentlich in der Regel nichts. Du kannst dir ein Talent suchen, mit dem du neben der Musik erfolgreich werden kannst. Was würde Chivo tun? Boah, ich glaube, ich würde gerne malen können. Das wäre richtig krass. So richtig geil malen. Würde ich so Bilder malen und so. Ich bin halt ultra schlecht im Zeichnen. Ich bin halt kreativ, aber ich bin super, super schlecht im Zeichnen. Entscheide dich. Lieber Finger, die so lang sind wie Beine, oder Beine, die so lang sind wie Finger. Was würde Chivo tun? Ich glaube, ich würde die Beine nehmen, die so lang sind wie Finger. Weil mit so langen Fingern so am Computer und so und zu produzieren, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Das sieht auch komisch aus, wenn man dann so Gesten macht. Also ich würde lieber die Beine nehmen. Du kannst eine illegale Sache auf der Welt legal machen oder eine legale Sache auf der Welt illegal. Was würde Chivo tun? Ich würde, das gilt für gerade für euch Berliner, ich würde das Parkverbot aufheben. Und könnte hier einfach überall mich hinstellen, wo ich will. Weil jedes Mal, wenn ich nach Berlin komme, kriege ich 2 Wochen später Post nach Hause mit irgendwelchen Knöllchen. Und das macht keinen Spaß. Deswegen, das würde ich für mich legalisieren. Entscheide dich. Nie wieder Liebeskummer oder jeden Morgen 1.000 Euro unterm Kissen finden. Was würde Chivo tun? Jeden Morgen 1.000 Euro. Das heißt, es sind 30.000 Euro im Monat. Aber nee, ich glaube, ich würde lieber mich für Liebeskummer entscheiden, glaube ich. Weil da entstehen die besten Songs. Ich glaube, sonst würde mir Material fehlen am Ende des Tages. Das ist Geld nicht so viel wert. Also Songs sind wichtiger. Was sind deine besten Tipps gegen Liebeskummer? Die besten Tipps bei Liebeskummer sind, dass man sich, man kann sich ruhig mal in so ein Loch reinfallen lassen, glaube ich. Aber dann muss man, glaube ich, sich da rauskämpfen und was mit Freunden unternehmen, sich ablenken, Musik machen, Musik hören. Tut, glaube ich, alles gut.
Essen auch sehr gut. Elon Musk ermöglicht es dir, auf dem Mond ein Album aufzunehmen. Allerdings musst du für ein Jahr dort bleiben. Was würde Chivo tun? Boah, ich würde es nicht machen, glaube ich. Ich würde mir lieber ein Studio bauen, was so aussieht wie ein Mond. Aber auf dem Mond, das ist ja doof, Alter. Da muss ich ja so einen Helm tragen und so. Das ist nicht so cool. Nee, will ich nicht machen. Also es ist schon spannend so. Und ich würde schon mal gerne wissen, was da oben so abgeht. Aber hier ist auch schön. Glaubst du an Horoskope? Boah, das ist ein krasses Thema, weil ich war mal bei so zwei Influencerinnen im Podcast. Schöne Grüße an Betul und Tara. Und da haben die, das ist so crazy, die konnten einfach direkt, ich habe denen gesagt, was ich mit Sternzeichen bin, die konnten mich direkt lesen und haben gesagt, ey, du bist so und so, du bist so und so. Das war crazy. Ich beschäftige mich nicht so damit, aber es ist schon spannend, auf jeden Fall. Hat es also auch gestimmt? Ja, ja, es stimmt komplett. Also, es hat komplett gestimmt. Die haben gesagt, weil ich bin Schütze, die wussten, ey, du bist so und so drauf, in der Beziehung bist du so, du machst das in deiner Freizeit, so würdest du reagieren, wenn das und das passiert. Das war 1:1, stimmt da, das ist wirklich gruselig, Alter. Ich habe als Kind, das war, als ich auf die Welt gekommen bin, wurde von mir so ein Kinderhoroskop angefertigt. Da steht drin, das geht über mehrere Seiten, das war auch relativ teuer, glaube ich, da steht drin, wie ich in meinem Leben so sein werde. Das ist auch strange. Und es stimmt komplett. Es steht komplett drin, wie ich mich in der Schule verhalten habe, wie ich drauf bin, in welche Richtung ich beruflich gehe. Es stimmt komplett. Entscheide dich. Lieber 28 oder 280 cm groß sein. Was würde Chivo tun? Ich wäre schon mal gern so ein Riese, glaube ich. Wäre schon ganz witzig. Würdest du anfangen, Basketball zu spielen? Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Dann könnte ich auch viel Geld machen und als Basketballer bestimmt gute Karriere machen. Aber ich weiß nicht, ob das unfair wäre. Ich glaube, die würden mich nicht spielen lassen. Ich bin zu groß, glaube ich. Entscheide dich. Lieber wieder in der Tankstelle arbeiten oder nur noch auf Latein rappen. Was würde Chivo tun? Geil. Also ich hatte überhaupt kein Latein. Ich habe damals Französischkurs gehabt in der Schule und kein Latein. Wir mussten uns so entscheiden. Deswegen, warte mal. Tankstelle arbeiten ist aber auch scheiße. Also es war auch nicht so geil. Obwohl doch, eigentlich war es cool. Eigentlich hat es Spaß gemacht auch. Ich würde auf jeden Fall Tankstelle machen. Also ich habe ein Jahr dort gearbeitet. Und als das so zum Ende hinzuging, das lag halt daran, weil meine Karriere dann angefangen hat. Und dann war halt strange, weil halt Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, bist du nicht der von TikTok? Bist du nicht der, der Musik macht? Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist an der Zeit, ich kann jetzt endlich Musik machen. Das war witzig. Ansonsten war es eine schwere Zeit, glaube ich. Nachtschichten gehabt, danach ins Studio gefahren und so, aber es war auch eine geile Zeit. Die Kollegen waren sehr cool und es hat sehr viel Spaß gemacht. Entscheide dich. Nur noch 4 Stunden schlafen müssen, um ausgeschlafen zu sein, oder alles essen können und dabei fit bleiben. Was würde Chivo tun? Ich beneide diese Leute, die alles in sich reinstopfen können und einfach nicht fett werden. Das ist so geil. Ich muss immer kämpfen. Ich schwöre, wenn ich eine Pizza esse, ich merke das sofort auf der Waage. Also das wäre schon maximal geil, aber nur 4 Stunden Schlaf ist auch sehr geil. Das wäre geil. Ich glaube, das würde ich nehmen. Dann habe ich noch mehr Zeit, Sport zu machen. Ich könnte noch mehr Musik machen. Und das ist gut. Das machen wir. Das war es auch schon. Hat Spaß gemacht mit dir. Willst du deinen Fans noch etwas mitteilen? Ja, kommt auf meine Tour nächstes Jahr im Februar. Es gibt noch ein paar Tickets und ansonsten danke, dass ich hier sein durfte. Danke für eure Zeit. Bis bald.